Hallo und herzlich willkommen zu einem Update. Ist es im entferntesten, weil ich möchte euch zumindest mitteilen, dass der Patch 5.1 online ist, auf der PlayStation 4 jetzt auch. Das heißt, dass ihr jetzt auch den neuen Season Pass Badlands spielen könnt, dass es eine, sagen wir mal, überarbeitete Steuerung gibt, die ich sehr gut finde, dass es viele Neuerungen gibt, aber ehrlich gesagt, auf das Update will ich gar nicht mehr so genau eingehen, weil ich dazu schon mal ein Video gemacht habe. Deswegen nur kurz als Info, Update 5.1 ist live und kann gespielt werden. Ich möchte auf was anderes eingehen. Und zwar möchte ich ein paar Einsteigertipps geben für Leute, die gerade erst an der PS4 mit PUBG in Berührung kommen oder sich am Überlegen sind, eventuell das Spiel sich zu holen. Und zwar möchte ich auf ein paar Steuerungselemente eingehen, wie ich meine Steuerung zum Beispiel habe oder auch, wie man im Optionsmenü einige Sachen umstellen könnte, um für sich selber auch einen kleinen Vorteil daraus zu ziehen. Fangen wir ganz einfach an. Ich würde sagen, dass wir auf das Trainingsgelände gehen, weil da kann ich euch dann auch ein wenig die Steuerung zeigen, beziehungsweise ich zeige euch einfach mal das Optionsmenü in den Einstellungen. Hier seht ihr Typ, beziehungsweise voreingestellte Controller-Zuweisung gibt es Typ A, B und C. Typ A, beziehungsweise die Steuerung an sich, gehe ich gleich in der im Trainingsgelände näher drauf ein, weil ich das in dem Sinne etwas besser finde, weil dann kann ich es auch zeigen. Das, was man hier sieht, ist im Großen und Ganzen die Standardeinstellung, so wie es wie es im Voraus schon eingestellt ist. Das Einzige, was ich geändert habe, ist die Controller-Zuweisung habe ich Typ B. Dann die Vibration habe ich aus. Erstens mal, um den Controller, den Akku zu schonen. Und zweitens mal finde ich Vibrationen bei Shooter etwas störend, weil man dadurch eventuell etwas verziehen kann. Ist meine Meinung. Dann haben wir hier unten habe ich auch alles so, wie es vorher ist. Also hier habe ich nichts geändert. Gameplay. Ja, Sprache Deutsch ist klar. Crossplay ist an, ist auch klar. Dann haben wir den Killfeed, den lasse ich mir als Text anzeigen, weil dann sehe ich auch, wer wen getötet hat und womit. Weil manchmal finde ich es doch interessant, mit welchen Waffen andere Leute so spielen. Ist jetzt in dem Sinne nichts Weltbewegendes, mir geht es nur darum, dass ich das ist für mich persönlich, ist das jetzt, sagen wir mal, ja, mehr oder weniger wichtig. Den Farbenblindmodus. Normalerweise steht der auf Normal. Also sprich gar nichts. Ich habe ihn auf Protanopie gestellt. Dort wird dann das Blut in Blau dargestellt. Ihr habt sonst keine Grafikeinschränkungen, sondern das Blut wird blau dargestellt. Warum? Zeige ich auch nachher auf dem Trainingsgelände. Das Fadenkreuz habe ich custom-mäßig eingestellt und in Lila ist eingestellt. Weil ich finde es für mich, klar, normalerweise das Fadenkreuz ist in der Mitte, aber ich habe es gerne, dass es halt eine Farbe hat, die nicht natürlich ist. Und sagen wir mal so, grün oder sowas kommt in der Natur vor, aber lila eher weniger. Außer wenn einer lila Hosen anhat. Aber wie auch immer. Bildschirmhinweise habe ich an, warum nicht? Netzwerk-Debug-Status, das zeigt euch den Ping an und ob ihr Paketverluste habt. Ich finde das nicht schlecht zu wissen, was ich für ein Ping habe und wenn auch Lags kommen, dann sehe ich das auch. Das kann halt auch mal passieren, ist halt für mich halt nur informationshalber. Der Kompass-Hintergrund ist an, ist für mich am besten. Waffenskin automatisch ersetzen, dass ihr, wenn du eine Waffe aufhebst, dass halt dein Waffenskin direkt ersetzt wird oder beziehungsweise nicht ersetzt wird. So, dann kommen wir, was ich relativ wichtig finde, ist die Standard-Feuer-Modis der einzelnen Waffentypen. Ich habe die Handfeuerwaffe, Maschinenpistole und Sturmgewehr, habe ich alle auf automatisch stehen. Das heißt, wenn ich die Waffe aufhebe, ist sie direkt auf automatisch eingestellt. Macht man dieses nicht, ist sie auf Einzelschuss und man muss sie jedes Mal umstellen. Beim Repetiergewehr habe ich es auf Einzelschuss stehen und nicht auf vollautomatisch, weil es gibt zum Beispiel die VSS,
Das ist eine DMR, beziehungsweise eine DMR oder Sniper, Schrägstrich. Und wenn man die halt auf vollautomatisch stellt, das ist bei dieser Waffe möglich. Nur ich möchte bei den Repetiergewehren alle auf Einzelschuss haben. Deswegen ist das für mich gesehen als Vorteil. Kamerazielposition bei Third Person, zurücksetzen auf die rechte Schulterposition. Damit komme ich am besten zurecht. Man kann es auch auf die linke, je nachdem, wie man es favorisiert. Automatisches Nachladen habe ich an. Waffenmodifikationen automatisch anbringen. Das heißt, alles, was man aufhebt, auch hier unten, Zielfernrohre automatisch anbringen, Modifikationen automatisch ersetzen. Das heißt, wenn es besser ist, und den Funkspruch. Funkspruch zeige ich nachher, was damit gemeint ist. Dann gibt es hier Einstellungen für Schnellping aktivieren. Das finde ich sehr interessant. Das habe ich gar nicht gesehen. Das muss ich mir gerade mal angucken. Genauso wie die Einstellung für Funknachrichten. Option 1. Das Rad öffnen. Doppelklick. Den R3-Button, also sprich den rechten Stick. Mauszeiger bewegen mit dem linken Stick. Und benutzen, drücken des rechten Buttons bzw. Kreis. Rad schließen, drücken Kreuz. Und bei der... Ah, da muss ich ehrlich sagen, da würde ich echt Option 2 nehmen. Weil, ganz einfach der Hintergrund, mit dem linken Stick bewegt man sich, also läuft man rum. Wenn man dann mit R3 reindrücken, dass die Funknachricht aufmacht, kann man sich nicht mehr bewegen. Ist etwas nachteilig. Werden wir aber gleich im Trainingsgelände uns auch nochmal genauer angucken. Schnellping für die Funknachrichten habe ich jetzt mal angemacht, weil das finde ich gar nicht mal so schlecht. Audio. Ja, Ton, stumm, aus. Das Einzige, was ich wirklich stumm gestellt habe, ist die Musik. Weil die nervt einfach nur nach einer Zeit. Grafik, Sichtfeld habe ich voll auf 103. Das ist aber nur dann, wenn man im First Person dann spielt. Zeige ich auch nachher. Es gibt Server, wo nur First Person gespielt hat und Third Person. Zeige ich aber gleich, wie das zu sehen ist. Helligkeit ist normalerweise bei 50. Ich hab's ein bisschen höher gestellt. Allgemeine Helligkeit auf allen Maps habe ich auch aktiviert. Also sprich, dass es etwas heller aussieht. Gut. So, dann das Controller-Layout. Hier sieht man es schon mal. Da sieht man Typ B. Im Großen und Ganzen Typ A und Typ B unterscheiden sich überhaupt nicht. Typ C, wusste ich mal, was das ist, aber ehrlich gesagt, ich fand es so scheiße, deswegen habe ich auch weiter gar nicht drüber nachgedacht. Deswegen, also Typ A unterscheidet sich nur durch das Anlegen einer Waffe. Sprich, die Tasten L1 und L2 sind dabei wichtig. Alles andere ist wie gehabt. Ich starte jetzt mal das Trainingsgelände, damit wir da mal drauf gehen. Ich hoffe, dass man mit dem Funknachrichten das auch machen kann. Ansonsten müssen wir einmal kurz in ein normales Spiel reingehen. Da suche ich ein Squad-Spiel, wo man dann auch pingen kann. Ich muss sagen, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken, PUBG ist ja schon was länger draußen auf der PS4 und es hat sich in dieser Zeit wirklich sehr viel getan. Ich finde es, dass es besser ist, angenehmer ist zu spielen wie am Anfang. Es läuft flüssiger, die Bewegungsabläufe sind besser. Alles in allem bin ich echt begeistert, was die in der ganzen Zeit gemacht haben und auch noch machen werden. Es gibt mittlerweile auch einen sogenannten Team Deathmatch Modus. Man kann eigene Server erstellen. Das geht mittlerweile auch. Und das sind Sachen, die ich richtig klasse finde. So, jetzt sind wir hier. Ich muss mal eben gucken hier. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Das Problem ist, dass wir hier nicht alleine sind, deswegen, beziehungsweise dass wir alleine in der Gruppe sind und deswegen kann ich nichts hier anvisieren. Aber ich nehme jetzt einfach mal hier eine Knarre. Eine Sniper würde ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich nehme jetzt einfach mal die OP hier. So, kann hier mal nichts
nehmen hier, dann muss ich hier diese Munition nehmen. So, und dann lade ich nach. Wie man schon sieht, das Blut, wie das am Spritzen ist. Normalerweise ist Blut natürlich rot. Aber gerade wenn man auf Entfernung schießt oder so, finde ich hier dieses Blut, finde ich besser. Weil man sieht direkt, dass man den Gegner getroffen hat. Das ist meiner Meinung nach richtig gut. Und ich komme damit sehr gut zurecht. Also ich kann es echt nur empfehlen, das umzustellen. Das heißt, man geht hier auf Gameplay und den Farbenblind-Modus. Weil wenn ich das auch ganz normal hier einstelle. So, habe ich jetzt getan. Dann sieht man hier das Blut rot spritzen. Das ist hier weiter weg. Okay, sagen wir mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das jetzt nochmal. Umstellen. So. Ich finde das echt angenehm. Wenn bei dem Blau. Weil das ist etwas unnatürlicher als die rote. Rote Farbe und deswegen, also, ich finde es halt richtig klasse. So, jetzt kommen wir aber mal, ich gehe mal ein bisschen von denen weg, damit das nicht so laut ist. Stelle ich mich einfach mal hier hinten hin. Es gibt ja die Möglichkeit, wie gesagt, bei der Controllersteuerung Typ A und Typ B zu nehmen. Typ A oder beziehungsweise Typ B, was ich nehme, ist, dass auf L2 das nahe Anvisieren ist und auf L1 ist der Schulterblick. Bei Typ A ist beides auf L2. Das heißt, wenn man einmal drückt, hat man den Schulterblick. Wenn man die L2-Taste doppelt drückt, hat man dann Kimme und Korn. Ne? Das ist der Unterschied. Und ich muss sagen, ich komme mit dem Typ B richtig klasse zurecht. Und Entschuldigung, ich kann es auch echt nur empfehlen. Für mich gesehen. Also mit Leuten, die ich hier PUBG spiele, die mich auch danach gefragt haben und denen ich das dann erklärt habe und die es dann einige Zeit so gespielt haben, die sind auch davon begeistert und kommen damit sehr gut zurecht. Ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? Was gibt es noch für kleine Gimmicks? Ja, man sieht ja, ich habe hier so ein bisschen Leben verloren. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen, weil ich werde jetzt mal ein bisschen Medics mir organisieren. Da sind wir hier schon mal richtig. Dann nehmen wir uns einfach mal hier Energy Drink, Schmerzmittel. Verbände kann ich jetzt nicht nehmen, weil ich halt nicht so viel Platz habe. Deswegen würden wir uns am besten noch einen Rucksack organisieren. Jetzt ist die Frage, wo kriegt man die her? Ich hoffe mal, hier liegen welche rum. Hier liegen Knarren rum. Hier liegt da Level 3 Rucksack, Level 3 Helm und dann nehmen wir auch eine Level 3 Weste. Wenn schon, denn schon, ne? So, jetzt haben wir, jetzt gehen wir dahin wieder zurück, wo wir gerade waren. So, dann sind wir jetzt hier. Verbände, Medikit. Das reicht jetzt erstmal zum Aufnehmen. So, wenn man jetzt hier ins Menü geht, hat man hier, wenn man auf R1 und L1 geht, kann man hier durch die einzelnen Menüs durchswitchen. Es geht nicht anders, das Spiel gibt es so vor. Deswegen, wenn man sich eine Zeit lang damit auseinandersetzt, dann geht es auch. So, viele habe ich auch gesehen, wenn ich Leuten beim Streamen zuschaue auf der PS4, oder halt, wenn ich auch mit ihnen zusammenspiele, die höre ich dann, Moment, ich muss mich eben heilen. Dann sieht man dann, wie sie sich einfach stehen bleiben. Und dann passiert erstmal nichts. Und dann merkt man, wie sie Verbände benutzen. Und dann frage ich sie, wie sie das denn gemacht hätten. Und dann wird dann gesagt, ja, ich habe jetzt hier Start gedrückt und dann hier L1. Und dann bin ich dann hier drauf gegangen, um dann halt hier einfach. Was ja in dem Sinne nicht falsch ist, weil so kann man das ja auch machen. Was ich aber auch empfehlen kann, ist, das steht auch rechts auf der Seite, Heilmittel wechseln und halten, Heilmittel benutzen. Sprich, das Steuerkreuz
nach unten einmal antippen, sieht man, okay, hier ist Medikit ausgewählt. Hier ist Verbände. Das sind die Schmerzmittel. Das ist der Energy Drink. Wenn man die dann benutzen will, hält man es einfach gedrückt. Und dann benutzt man das. Dann kann man sich dann noch weiter bewegen. Ja, man kann sich hinhocken und so ein bisschen bewegen. Und schon hat man das benutzt. So, jetzt ist das Leben aber nur drei Viertel voll, ne? Weil das ist ja klar. Mehr gibt es ja nicht. Gucken wir mal. Hier nehmen wir jetzt Schmerzmittel. Die schmeißen wir uns auch noch rein. So, und jetzt wird das Leben weiter voll gemacht. Wenn man natürlich diese Sanitätstasche nimmt, das ist dieser große Koffer, damit kann man sich komplett voll heilen. Aber die Verbände und Medikits geben eine Heilung bis zu 75% und der Rest muss halt über Adrenalinspritze, Energy Drink oder halt Schmerztabletten. Wo ich selber ein Problem habe, was ich auch erst vor kurzem herausgefunden habe, ist, wenn ich jemanden getötet habe, liegt ja eine Kiste da. Ne? Und da liegen dann Sachen drin. Wie zum Beispiel Munition, Aufsätze und so weiter und so fort. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass hier der Tisch ist, wo jetzt, was jetzt eine Kiste ist. Dann drückt man Start und dann sieht man links Umgebung. Das ist das, was jetzt gerade da rumliegt. Weil man kann zur Kiste hingehen, wenn jetzt hier der Pfeiler ist jetzt hier unten die Kiste. Dann geht man zum Pfeiler hin und dann würde da ein Symbol auftauchen, X, um halt die Kiste zu öffnen. Was aber völliger Quatsch ist. Weil bis man das endlich anvisiert hat, ist man wahrscheinlich schon dreimal erschossen worden. Deswegen mein Tipp dabei wäre ist, wenn man jetzt hier das als Kiste nimmt, das Regal, stellt man sich da in die Nähe, kann links und rechts noch Schüssen aus dem Weg gehen oder halt kein einfaches Ziel abgeben und drückt einfach die Starttaste. Dann geht das Menü auf und man sieht, was in der Umgebung ist. Da würde auch auftauchen, was in der Kiste ist. Jetzt ist aber das Problem, um da durchzuswitchen, müsste man, theoretisch gesehen, mit dem linken Steuerkreuz nach unten, kann man durchwählen oder nach oben, ne? Und was fällt einem dabei auf? Man kann sich nicht mehr links und rechts bewegen. Ist kacke. Habe ich auch gemerkt, habe ich bemängelt und dann ist mir eingefallen, Moment mal, es könnte doch eine Möglichkeit geben. Weil man hat den linken Stick, um sich zu bewegen. Was ist denn mit dem rechten Stick? Kann ich den vielleicht zum Durchwühlen nehmen? Und dann bin ich auch ins Trainingsgelände gegangen. Und wenn man sich jetzt hier hinstellt und mit dem rechten Stick hoch und runter geht, kann man hier auch durchblättern. Ne? Und wenn man den sogar gedrückt hält in die Richtung, dann geht man schneller. Dann kann man ganz schnell von oben nach unten durchgehen und sehen, hier, das kann ich auf die Waffe drauf tun, alles klar, habe ich. Ne? Oder man geht hier, da gibt es jetzt nichts. Da hier Schalldämpfer. Packen wir drauf. An dem Moment. Dafür müssen wir ja gedrückt halten. So, jetzt ist es beziehungsweise hier, zack, und das war's. Ich muss auch sagen, es ist alles eine reine Übung. Ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um damit klarzukommen. Hier zum Beispiel, ne, das auswählen. Dann haben wir hier das. Den Griff. Was haben wir hier noch? Da ist nichts mehr. Was können wir da noch drauf tun? Da können wir noch Visier drauf tun oder so. Ich glaube, es gibt einen Nebenraum. Aber hier sind noch andere Waffen. Ja, also auf jeden Fall würde ich mal sagen, man sieht, was ich meine. Man kann hier schön hier die Waffe auswählen. Man kann auch hier im Menü und dann sagen, hier scheiße, das brauche ich nicht mehr, weg damit, wegschmeißen und gut ist. Und man ist immer in Bewegung. Das möchte ich nur wirklich als sehr wichtigen Tipp geben. Ne? Ja. So, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Da habe ich auch keine Munition. Auch schlecht. Gut. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen mal wieder raus. Und dann mache ich ein Squad-Spiel, starte ich mal. Weil ich möchte euch nur einfach mal was zeigen wegen dem Funk, weil das konnte ich jetzt leider nicht benutzen. Und dann möchte ich das zumindest noch eben zeigen. Was ich euch zumindest ans Herz legen kann, auch noch, wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein.
Stellt ruhig, löchert mich mit Fragen, wenn ihr irgendwas wisst oder beziehungsweise wenn ihr irgendwas nicht wisst. Oder halt, wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt oder weitere Tipps, schreibt es unten auch in die Kommentare rein. Damit man eventuell anderen oder was weiß ich, wenn ich irgendwas vergessen habe oder ich irgendwas nicht richtig erklärt habe, wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Was ihr auch gerne machen könnt, ist, dass ihr auf meinem Stream vorbeischaut, sprich twitch.tv/xmapx. Dort bin ich sehr regelmäßig, so gut wie fast täglich am Streamen und dort natürlich auch PUBG. Schaut einfach mal vorbei und vielleicht können wir auch mal zusammenspielen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne? Crossplay ist momentan möglich seit dem letzten Patch. Das heißt, wir können mit Xboxlern, also wir können gegen Xboxler spielen, aber wir können noch keine Gruppen mit Xboxlern bilden. Das nur als Randnotiz. So, das ging auch relativ schnell mit der Gruppe hier. So, und jetzt sind wir hier. Und ich mache jetzt mal eben eine Party auf, damit ich hier den Leuten nicht auf den Sack gehe, weil die sind da unten auch am Reden die ganze Zeit. Und ich möchte da jetzt nicht denen dazwischen quatschen. Und ja. Wie man sieht, genau das, was ich mir gedacht habe. Doppelt klicken, rechts öffnet man das. Ne? Und somit kann man dann auch pingen. Ich finde das sehr viel angenehmer. Also ich mache mal einen Vorschlag, mal gucken, ob der angenommen wird. Mal gucken, was die dazu sagen. Ich mache jetzt auch zumindest mal das Headset auf. Weil falls da Gegner kommen, bringt ja auch nichts. Ich will nur jetzt nur mal gucken, wie das aussieht mit dem Pingen. Weil ich habe ja jetzt dieses Schnellpingen an. Und da würde mich interessieren, wie das funktioniert. So, ich springe auf jeden Fall raus. Wenn man weiterspringen möchte, geht man einmal raus und direkt wieder nach oben. Dass man so ungefähr 180, 175 drauf hat. Und dann kann man richtig schön weit fliegen. Im Normalfall. Gelingt mir nicht immer zu 100%, aber was soll's. Hier sieht man, hier geht sehr viel runter. Deswegen, ich gehe jetzt hier hinten. Wo sind denn die anderen? Ich lande mal hier hinten. Dann habe ich vielleicht ein kleines bisschen Ruhe. So, ich habe zumindest eine Waffe. Oh, hier sind sogar noch mal Akten, CDs. So, jetzt gucken wir mal, hier liegt auch noch was. Ich gucke jetzt gerade mal, aber irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall angenehmer, so das zu machen. Finde ich wirklich sehr viel angenehmer. So kann man dieses Funkgedöns auch eventuell dann was häufiger nutzen. Gucken wir mal, ob das klappt.
Nein, scheiße, klappt nicht. Schade. Ja, aber zumindest, ich glaube, ihr wisst, wie das gemeint ist und wie das funktioniert. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann auch von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest ein paar gute Tipps geben. Falls ich noch mehr rausfinden sollte, wo sich's lohnt, nochmal ein längeres Video zu machen, dann, ja, dann würde ich dies tun. Wenn irgendjemand spezielle Wünsche hat, Hilfen oder sonst irgendwas, wie gesagt, schreib es unten in die Kommentare rein. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche noch einen angenehmen Morgentag, was auch immer, und bin raus für heute. Ciao, tschüss, bis demnächst.